Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für jeden Dachrinnenreinigungsdauerauftrag erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Sören, wie bitter ist das? 2-0 geführt und dann in der 90. den Elfmeter verschossen und im Anschluss dann den Ausgleich kassiert. Ja, wie du schon sagst, wir haben, eine gute erste Halbzeit gespielt und waren zweimal effektiv und haben schöne Tore erzielt. Da muss natürlich unser Anspruch sein, dass wir das besser nach Hause bringen in der zweiten Halbzeit. Wir haben ein bisschen ums Gegentor gebettelt, haben es dann auch folgerichtig bekommen. Und ja, wenn man am Ende dann sogar noch den Ausgleich kassiert, das ist brutal bitter und fühlt sich jetzt ganz ehrlich wie eine Niederlage an. Ja, ich glaube, kein Vorwurf an Musa. Will ihn natürlich reinmachen. Ich glaube, rutscht ihn ein bisschen ab. Ist sehr bitter für uns, aber beim 2-2 stellen wir uns nicht sehr gut an. Lassen ihn nach innen dribbeln, haben keine Absicherung. Er trifft den Ball nicht mal richtig. Der Erdmann lässt ihn durch die Beine und er geht hinten rein. Ich denke, aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir es auch nicht verdient gehabt, dann zu gewinnen. Wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt, sehr konzentriert, ganz wenig zugelassen. Vorne zwei richtig gute Aktionen gehabt, die Tore geschossen. Und nehmen uns vor, für die zweite Halbzeit aktiv zu bleiben. Der Gegner will drücken, der Gegner will unbedingt Torchancen kreieren. Und da waren wir zweite Halbzeit einfach viel, viel zu passiv. Wir haben versucht, einfach 45 Minuten lang das Ding über die Ziellinie zu bringen. Haben dann noch zwei gute Chancen. Einmal einen Kopfball von Musa aus 1-2 Metern und der Elfmeter natürlich. Aber für mich heute nicht das Entscheidende, weil entscheidend war, zu dem Zeitpunkt haben wir 2-1 geführt. Und dann müssen wir das Spiel über die Ziellinie dann noch bringen, weil dann sind es nur noch 3 Minuten. Kone heute der Unglücksrabe. Dennoch, er hat heute wieder Verantwortung genommen. Du hast schon gesagt, er hat sich auch noch mehr Chancen als sein Tor kreiert. Und ja, wie habt ihr ihn dann nach dem Spiel getröstet? Ja, auf jeden Fall war nicht das Entscheidende, dass wir den Elfmeter heute verschossen haben. Natürlich hätte das das Spiel für den Moment entschieden. Aber unser Problem heute war ein ganz anderes, dass wir die zweite Halbzeit nicht so gespielt haben, wie wir uns das vorgenommen haben. Da war zu wenig Wege nach vorne raus, zu wenig attackiert, sondern immer so ein bisschen diese Sicherheitsvariante tief, tief, tief. Und dann kriegst du halt 30, 40 Flanken aus dem Halbfeld da reingeprügelt und viele konnten wir verteidigen, zwei nicht. Wenn man die zwei unterschiedlichen Halbzeiten betrachtet, ist am Ende das Unentschieden, die Punkteteilung gerecht? Ja, also unverdient kann man jetzt nicht sagen. Glücklich, definitiv, aber man kann nicht sagen unverdient, weil Magdeburg hat an sich geglaubt und hat die komplette zweite Halbzeit uns eingeschnürt. Deswegen muss man schon sagen, dass es kein unverdienter Punktgewinn ist, aber das Ergebnis und der Ausgang lag letztlich ganz allein in unseren Händen und wir haben am Ende entschieden, wie das Spiel ausgeht. Du bist für Yannis Nicolaou in die Startelf gerückt, der verletzt draußen bleiben musste und hast dann mit Kone super gespielt und das Tor gemacht, oder? Das war ein Doppelpass mit ihm in der ersten Halbzeit. Ja, ich wusste gar nicht, dass ich spielen sollte. 5 Minuten, 10 Minuten bevor wir raus sollten, hat Trainer gesagt, dass ich jetzt doch spiele. Und natürlich war natürlich vorbereitet. Rico spielt mir den Ball super, ich spiele einen guten Doppelpass, treffe ihn dann perfekt ins lange Eck. War schön, aber trotzdem, für mich fühlt sich das an wie eine Niederlage. War sehr bitter, wir hätten gerne gewonnen. Wenn man sieht, was unsere Fans wieder geleistet haben, kann man nur klatschen und ein Riesenkompliment geben. Und ja. Du bist das erste Mal im Kader gewesen jetzt nach deiner langen Verletzungspause. Beschreib mal dein Gefühl, als du dann in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurdest und die ersten Minuten auf dem Platz dann. Auch in dem Moment ging es eigentlich. In dem Moment war es Routine, wie keine Ahnung wie viel Mal vorher. Also ich habe es mir den Moment sicherlich die Monate vorher deutlich emotionaler vorgestellt. Ich glaube, das kommt erst heute Abend. Aber ich bin einfach nur glücklich und habe mich gefreut, dass ich wieder bei den Jungs dabei bin, weil ich glaube, auf dem Platz und im Stadion, im Hotel bin ich wesentlich ruhiger als zu Hause vorm Fernseher oder auf der Tribüne. Jetzt die Länderspielpause. Jetzt könnt ihr noch mal Kraft sammeln nach den intensiven Tagen und Wochen und dann steht schon das nächste Derby an. Ja, ich denke, jetzt hat der Trainer ein bisschen Zeit, uns mehr von sich zu zeigen. Ich glaube, die letzten Wochen konnten wir nicht richtig trainieren, weil auch viele englische Wochen da waren. Jetzt haben wir diese Woche viel gemacht, so taktisch mäßig. Und jetzt in der Länderspielpause, glaube ich, kommt auch, hat er gesagt, dass wir ein bisschen offensiver noch trainieren. Und ja, ich freue mich darauf. Dann kommen da natürlich mit Aue dann auch ein Derby, was wir bei uns zu Hause haben und was wir auf jeden Fall gewinnen wollen. Und ja,
werden alles dafür tun, dass wir gegen Aue gewinnen. Ja, perfekt. Also wir haben das heute vor dem Spiel auch gesagt. Das sind die Spiele, warum man Fußball spielt, auf das man sich freut, diese Atmosphäre und dieses Gift auch, was einfach dazugehört. Solange alles fair bleibt insgesamt und drumherum ruhig bleibt, dann gibt es Gänsehaut. Und da, wie gesagt, dafür spielt man Fußball. Und genauso freuen wir uns jetzt auf Aue oder auch danach die Woche auf Union Berlin. Das sind schöne Wochen. Und wir wollen natürlich mehr punkten als heute. Danke und alles Gute und viel Erfolg.